Ein herzliches Willkommen bei einem neuen Teil von Forschung Ursteinwelten. So, dann der zweite Teil von den Pyramiden von Meierling und Maria Reisenmarkt. Hier nochmal die Gesamtkarte der Region, ja, mit Bad Vöslau, Dreiskirchen und da oben kommt Mödling irgendwo. Gehen wir direkt drauf. Dann zeig mal, wo es beim zweiten Teil weitergeht. Also, wir waren hier im Maria Reisenmarkt auf der Pyramide. Ja. Jetzt gehen wir im heutigen Teil auf die Bischofsmütze und auf den Kritschenkogel. Und auf den Buchberg. Ich werde das ein bisschen zusammenfassen in einem Video, weil wir jetzt keine drei Teile machen, sondern wirklich in einem Video zusammenfassen, weil es dann auch reicht zu diesem Thema, zu dieser Region. Ja, seid dabei, wird wie immer sehr spannend. Ich habe wieder ein paar tolle Sachen gefunden. Musste teilweise mit dem Handy drehen, weil mir die Batterie von der Kamera leer wurde, aber das macht nichts, fällt gar nicht auf. Wozu hat man die Handys dabei? Ja? So als Notlösung kann man das immer wieder benutzen. Also, auf geht's! Oh, jetzt sind wir in Meierling. Der Thronfolger Rudolf mit seiner Freundin mutmaßlich Selbstmord beging. Ja, Habsburger. Und hier, Meierling, in Meierling haben wir die Bischofsmütze aus einer merkwürdigen Erhebung. Sehr merkwürdige Erhebung. Von oben sieht es auch aus wie eine Pyramide, geht auch so dermaßen steil hoch. Und dann gehen wir hoch und schauen uns das mal an, ob das wirklich so ist. Muss mir alles anschauen. Da geht es wirklich relativ steil hoch. Ich bin schon mal oben gewesen. Weil sonst, ich müsste normal außen rumgehen und dann den normalen Wanderweg hochgehen. Aber es dauert mir jetzt zu lange. Ich gehe gleich hier vorne den steilen Felsweg hoch und dann schauen wir uns das an. Da oben ist irgendwo das Gipfelkreuz. Sieht man jetzt glaube ich nicht. Da oben irgendwo. Gehe auch noch hin. Okay, also, dann legen wir mal los. Spaß. Ich bin jetzt gerade von Meierling aus hier hoch marschiert. Und zwar gehe ich jetzt hier hoch zur Bischofsmütze direkt bei Meierling im Wienerwald. Dieses Gebilde, wo man jetzt hier nur die Felsen durch die Bäume durchsieht, ist dort auch von oben eine teils pyramidale Form. Und auch wenn es davor steht, direkt, also jetzt stehen wir auf der, lass mich überlegen, auf der Nordseite. Da ist ziemlich zerklüftet und alles voller Trümmer. Sieht man es, ja? Kaum noch irgendwas zu erkennen. Aber ich gehe jetzt hoch, es ist ziemlich steil. Ich war schon mal hier. Das war aber im Sommer, vor 3 Jahren, circa, vor 2,5 Jahren. Und da konnte man wenig erkennen und jetzt bin ich
in einem warmen Februartag hier und schaue mir das nochmal an. Und schauen wir mal, wie das wird. Jetzt haben wir ca. die Hälfte. Da unten steht mein Rucksack und Weste. Das sind schon mächtige Formationen, ne? Aber du kannst im Vergleich zu den letzten Malen jetzt nicht unbedingt schon Strukturen erkennen. Ja? Wie gesagt, es geht hier hoch, so ein bisschen kämpfen. Gehen wir da vorbei, hier da an der engen Stelle. Und da weiter hoch. Da hinten, das sollte, dürfte die Gegend um Garden sein, wo im Wappen sich drei Pyramiden befinden. Im Wappen. Auch Wahnsinn. Auch gut aus, ja. Und da haben wir dann schließlich Alland, Ortschaft Alland.
Da haben wir das Ganze angefangen, mit Teil Nummer 1. Direkt bei Maria Reisenmarkt. Von hier aus sieht man es nicht so gut, weil davor auch noch Erhöhungen sind. Dann waren wir bei diesem sehr auffälligen Berg, die Bischofsmütze mit der tollen Aussicht. Von dort aus habe ich schon rüber gefilmt zum Kritschenkogel. Und da gehen wir jetzt rauf. Kritschenkogel, und dann schauen wir mal, ob es sich heute ausgeht, noch zum Buchenkogel, der danach dahinter liegt. Also sieht natürlich auch super aus, ne? Auch wie so eine Art pyramidiales Ding, ne? Gehen wir mal hoch und dann schauen wir mal, wie sich das alles darstellt im Endeffekt. Hier kurz vorm Kritschenkogel habe ich was sehr Interessantes gefunden. Und zwar direkt auf einer Brücke des Geusenbach, glaube ich, heißt der Geusenbach. Und zwar was sehr Interessantes, auch aus der alten Zeit. Und zwar gab es hier mal über diesen Bach, allen Anschein, wie es so aussieht, eine alte Steinbrücke. Und so von außen denkst du, es ist ja alter Felsen. So sieht es genauso aus. Ja? Aber natürlich, wenn du genau hinschauen, erkennst du ein altes Bauwerk. Und der Oberhammer ist, hier kann man es leider nicht so gut erkennen, obwohl hier unten sieht man schon, wenn man da unten reinschaut, direkt zoomen, dass hier ursprünglich das Bachbett ausgebaut war. Dieses Bachbett war komplett in einem Bett eingefasst. Und zwar sieht man hier schon, dass bei diesen Steinen, die noch übrig sind, und da, auf der anderen Seite sieht man es am allerbesten. Gehen wir mal rüber. Ich glaube, dass man das auch mit dem Licht hier gut sehen kann. Haben wir hier zum Beispiel unten ehemaliges Bachbett ausgebaut. Ja. Und es geht bis hinter. Ich kann das anzoomen und wahrscheinlich noch weiter. Hier war, das sieht alles aus wie alter Fels. Im Endeffekt. Ein bisschen da noch dran zoomen. So. Sieht aus wie alter Fels. Aber du siehst natürlich, dass es gemacht ist. Der Bach verlief ursprünglich in einem konstruierten Bachbett. Und es sieht alles sehr, sehr alt aus. Wir können hier unten nochmal direkt hier an diese Platte ran, an diese Einfassung reingehen. Aber hochinteressant, ne? Ja, hier. Das ist eindeutig. Dieser Bach wurde ursprünglich geführt in einem Bachbett, in einem gebauten Bachbett. Jetzt komplett zerstört, sieht schon wild aus. Ja, aber die Ursprünglichkeit ist noch da, ne? Sehr interessant, auf dem Weg zum Kritschenkogel. Geusenbach oder Greusenbach. Die Brücke nochmal.
ehemalige. Und auch hier diese Mauer. Scheint mir auch interessant. Oder. Und auch hier am Rand. Hier. Die war nochmal so Steinplatte. Direkt da, wo der Schatten vom Zaun rauffällt. Genau. Ja, das ist mal schon ein Stück hoch. Ja, der Kritschenkogel ist auf jeden Fall um einiges besser begehbar als die Maria Reisenmark der Pyramide. Da geht's hoch, ja, da. Weil der ist schon am Forstweg. Da vorne hast du schon Versteinerung, wie es aussieht. Da hinten am Berghorizont, irgendwo da hinten hast du schon was. Das werden wir gleich anschauen. Aber ist auf jeden Fall besser begehbar. Die Bäume nicht so eng. Sie ist nicht so gut erkennbar wie die erste Pyramide. Also, das ist mir schon klar. Aber wenn wir oben drauf sind, werden wir nochmal filmen und das Ganze von der Position, von dieser Sparte, von dieser Perspektive aus nochmal betrachten. Also ist alles ein ganz junger Wald. Das sieht man auch wieder, dass das alles Jungwald ist. Keine 100 Jahre alt. Keine 100 Jahre alt. Ja, wenn ich mir so einen Baum hier vorne anschaue, ja, der ist 70. Fichten, Eichen, Buchen. Alles Mögliche. Ja, wirklich ein Mischwald eigentlich, ja. Aber alles jung. Okay. Jetzt bin ich hier bei diesem, wo ich gesagt habe, Versteinerung. Wo ich gedacht habe, Versteinerung. Und habe da mal so ein Teil rausgebrochen davon. Und habe schon dran gerochen. Es riecht wie Beton, sieht aus wie Beton, fässt sich an wie Beton, ist Beton. Also hier praktisch aus diesem Ding hier, was hier liegt, habe ich es rausgebrochen. Ja? Und könnt ihr unten noch irgendwo, hier von mir aus, das Teil, oder was? Ich, oder hier, nehme ich das weg. Beton. Ich rieche Beton. Das riechst du. Das ist das Bauwerk hier. Kein Mattfassel, das ist Bauwerk. Also das ist, wenn das hier schon Beton alles ist, ja. Dann ist das, wo ich jetzt raufgehe, die Pyramide, eine Pyramide. Man sieht ja, wie es da so im Waldboden drin steckt, ne? Dieses Betonzeugs. Was sich da leider schon auflöst. Das sind wirklich Trümmerberge, ja? Ruinen. Nur mal noch, dass du Bescheid wisst, dass hier wirklich alles unter dem Waldboden versteckt voller Trümmer liegt. Okay? Groß. Versteinerungen sind nicht hier oben. Hier ist allerdings so ein, ja, so Steine hingelegt worden. Dieser Markierungspunkt. Und darunter ist natürlich auch festes Gestein. Ja? Also das ist hier, das ist festes Gestein. Hier ist, daneben ist alles locker. Ja? Auch interessant, das sind alles Trümmer. Ich filme jetzt gerade mit der Handykamera, mit dem Handy, weil die Energie von meiner Hauptkamera ist alle. So, jetzt schauen wir uns das an hier.
ob wir hier noch Seiten erkennen können. Es geht relativ steil runter. Oh, da sind sogar Rehe da unten. Schau mal. Besuch. Toll, ja. Drei Stück. Oder vier. Ja, es sieht so aus, dass hier eine Seite sein musste, weil da unten hast du die Wölbung. Mal sehen, ob wir das ein bisschen ranzoomen können. Ja, da haben wir ein bisschen Wölbung. Da müsste es eine Seite sein. Das heißt, diese Pyramide steht anders ausgerichtet. Ja? Dann wäre das nämlich Nordost. Okay? Und das ist natürlich die komplette Ostseite. Das heißt, die Pyramide ist doch ein bisschen zerstört. Und weil sie auch nicht so geschützt stand wie die Maria Reisenmagda Pyramide, weil sie auch nicht so geschützt steht, auch mehr verschlammt und so weiter. So, das heißt, dann müssten wir hier noch eine Seite haben. Eine Kante haben, ja? Die praktisch die Ost-Süd-Kante, ja. Dann hier eine Fläche. Fläche, Fläche, Fläche. Genau, so sieht's aus. Dann gehen wir über das Plateau hinweg. Und dann siehst du schon, wie es sich unten rumlegt. Ja? Du hast keine klaren Kanten, das ist völlig klar. Weil das ist auch die verschlammte Seite. Ja? Diese West-Nordwest-Seite. Ja? Du siehst doch, dass es da nicht mehr so eben ist. Ja? Dann wäre hier wahrscheinlich die Südwestkante und dort die Nordwestkante. Ja? Dort. Und da, wo ich jetzt gerade hochgekommen bin, war wahrscheinlich mal so eine Art Rampe, weil da geht es nämlich super hoch. Ja? Du hast da oft Pyramiden mit Rampen. Ja, und hier ist die komplette Nordseite. Ne? Nord. Also ist schon ein Unterschied zur Maria Reisenmagda Pyramide. Ja? Toller Berg. Plateau genau dasselbe. Ich würde eher sagen, sogar das Plateau ist kleiner. Und natürlich mit der Bischofsmütze kannst du das ja gar nicht vergleichen. Die ist ja komplett hin. Ich glaube, da sind sie mit der Atombombe reingeflogen oder was. Das gibt es ja normal nicht. Wie zerstört das Ding ist. Wo du gar nichts mehr erkennst. Und wenn du gar nichts mehr erkennst, dann waren da brachiale Zerstörungen am Werk. Ne? Ja, hier ist keine Versteinerung. Gar nichts. Gut.